Frenkel frottelt. Heute. Let's play Happy Wheels. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Happy Wheels. So, und wir hatten noch eine Rechnung offen. Und zwar hatte ich noch eine Rechnung offen mit The Messenger Man hier, ja. Der hat mir einen Level gebaut. Und den muss ich jetzt nochmal spielen. So, ich kam da nämlich nicht weiter. Und ich wusste nicht, warum. Und ich fand das alles, dass es ganz doof ist und stinkt. So, und da habe ich gesagt, er soll mir gefälligst sagen... Ach, fuck. Ja, er soll mir gefälligst sagen, was ich denn da jetzt machen soll, weil ich einfach nicht weiterkam. Und er hat mir jetzt geschrieben, jetzt weiß ich, was das Problem war. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich diesen Level zu Ende spielen kann, wie bislang jeden Zuschauerlevel. Ich habe dann jetzt übrigens auch keine mehr. Falls ihr also mal Lust habt, für mich einen Level zu bauen, einen Frenkel-Level, das wäre sehr nett, dann spiele ich den gerne. Ihr müsst mir allerdings Bescheid geben, logischerweise. So, jetzt habe ich diese blöden Düsendinger hier. Das war ja alles noch kein Problem. Das habe ich ja alles noch geschafft, ja? Jetzt machen wir mal diesen Düsenviecher da weg hier. Komm. So, nicht zu weit hoch. Das ist eigentlich auch Quatsch. Ist völlig egal. So, dann werde ich hochgeschleudert. Hip hip, hurra! Nochmal. So, und dann sind da die alten Männer gleich. So, den habe ich gerade getötet. Sehr schön. Holen wir uns vielleicht noch diese Münze, obwohl das gar nicht Pflicht ist. Komm. Oh, Mann. Jetzt war ich an dem seinem... Mit meinem Mund an seinem Pipan. Oh, nee, das ist ja noch schlimmer. Jetzt bin ich tot. Okay, also. Das war gar nichts. Ich sag noch, das ist kein großes Problem bis zu dieser Stelle, aber naja. So, jetzt habe ich einen Pfeil im Auge. Muss ich mich befreien. Ja, ist gut, du Weichei. Was der immer rumlamentiert, ey. So, rollen. Ist bis hier auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich keine Lust mehr zu rollen. Muss ich auch nicht mehr. Jetzt gehen wir ein bisschen schneller voran hier. So. Dann machen wir die Dinger hier wieder weg. Hier, schön mit dem Helm, ne? Liebe Kinder, ihr wisst es. Auf dem Fahrrad und auf dem Pogo-Stock. Und auf dem Segway. Immer schön Helm aufsetzen. Dieses Spiel ist einfach pädagogisch hochwertvoll. So, ja. Für Leute, die neu dazugekommen sind, die noch Happy Wheels vielleicht noch gar nicht kennen, auch wenn sie es jetzt ja schon ein bisschen gesehen haben, kurz die Erklärung, man muss einfach mit einem Fahrzeug oder einem Fortbewegungsmittel, sagen wir mal, wie hier mit diesem Pogo-Stock, von Level A vom Anfang bis zum Ende durchkommen, ohne zu sterben. Guck mal, der befriedigt sich gerade selber hier, der alte Mann. Oh, jetzt habe ich den im Arsch. Ist ja geil, ich habe einen Typen im Arsch. Also das ist ja ganz lustig. Okay, so, jetzt dann geht's hier runter. So, alles soweit, so gut und so einfach. So, jetzt kommt hier nochmal eine etwas kniffige Stelle. So, und hier steht, hier runter und dann nach links rollen. Und da wusste ich nicht, wie es weitergehen soll. Also, da unten stirbt man auf jeden Fall. Ich muss jetzt aber erstmal versuchen, das auszulösen vielleicht. Ja, weil wenn ich tot bin... Ah, habt ihr das gesehen, wie das am Hals, diesen zarten Faden, diese Ader, wie es die da noch so runtergezogen hat? Also das Spiel ist anatomisch auch sehr interessant. Ah, nochmal! Oder vielleicht komme ich jetzt schon weiter, weil er gemeint hat, nach links rollen. Der Knackpunkt, nee, ich bin tot, ne? Macht aber nichts. Der Knackpunkt ist nämlich, ich soll Restart machen und dann hier... Komme ich jetzt da rum oder nicht? Hier nach links rollen. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier schon weitergeht. Tatsächlich. Also, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das ist ja total kacke, ey. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Sagt mir, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wärt ihr da drauf gekommen, dass man hier dann weiterkommt? Durch diese Information da unten? Sieg! Mann, Mann, Mann! Also, wenn ihr mehr Levels baut, dann bitte faire Level und nicht sowas. Das finde ich nicht so gut. So. Es ist einfacher, glaube ich. Ich glaube, er wollte mich einfach nur ein bisschen verarschen. So, wir searchen mal wieder und zwar nach allen Namen und wir spielen jetzt mal wieder eine paar Runden normaler Levels. Falls er die jemals hier lädt, was ist denn jetzt los? Warum dauert das so lang? Was soll ich euch da in der Zwischenzeit erzählen? Gar nichts kann ich erzählen. Manchmal hakt das Spiel einfach, ne? Ach, Dreck, was soll das denn jetzt hier? Na also, ey, das hat ja gedauert. So, sortiert nach den neuesten und da spielen wir dann immer die 5-Sterne-Levels, die mehr als einen Vote haben. Dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dann sind die meistens wirklich ganz gut.
Ein Vote ist ja noch gar nicht aussagekräftig. Das ist ja meistens wahrscheinlich eh derjenige, der den gebaut hat, der sich dann selber ein Dingsbums. This is my first level ever. Das steht übrigens bei jedem Level fast dabei. This is my first level ever. Und der hat immerhin zwei Votes. Kommt, den spielen wir mal jetzt. Und zwar natürlich mit meinem Lieblingscharakter, dem Opa, mit dem Düsen-Chat-Antrieb. Was muss ich jetzt hier machen? Einfach nach rechts fahren. Okay, da war ich mit dem Kopf in eine Hacke reingefahren. Das ist natürlich nicht so der Sinn und Zweck. Versuchen wir es nochmal. Fahren wir mal ein bisschen langsamer hier. Gucken wir mal. Erstmal ein bisschen den Level angucken. Oh, das war fies. Oh, schade. Da hat sie ihn aber ganz schön zerspritzt gerade. Sehr lustig. Ich muss mal den Mauszeiger. Ihr seht ihn wahrscheinlich gar nicht. Ich habe den ausgeschaltet. Aber der stört, hat mich gerade gestört. Der war gerade im Bild. So, da sind wir jetzt diesmal durchgekommen. Sehr schön. Wie geht's jetzt weiter? Hoch hinaus. Ich kann da theoretisch noch weiterfliegen mit dem Jetantrieb. So, wie weit geht's denn noch, bitte? Oh, beide Beine weg hier. Aber wie gesagt, das ist ja beim Rollstuhlfahrer eh wurscht, ja? Da ist das ja egal, ob der Beine hat oder nicht. Boah, das war knapp. Huiuiui. Sieht jetzt aus, als ob der Rollstuhl blutet. Wie? Was ist denn das für ein Ende? Hallo? Bin ich da übers Ziel schon hinausgeschossen oder was? Komisch. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Komm, fahr hoch, fahr hoch! Ah, scheiße, komm, fahr hoch, du schaffst es noch. Dreck, 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 Dreck! Ah, okay, hat es nicht geschafft. Also dann nochmal. Muss man mit ein bisschen Speed. So, okay, da sind wir jetzt drüber. Und was hat mich jetzt zerrissen? Oh shit, habt ihr es gesehen? Da war das Ziel. Oh Mann. That was very knapp. Wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen Englisch spreche. Ich bin ja so ein wahnsinnig guter Englischsprecher. Ja, das mache ich für meine Fans in England. Es gibt da so ein, zwei, die meine Videos gucken, ohne mich zu verstehen. Und denen streue ich jetzt. Jawohl! Streue ich ab und zu mal einen englischen Satz ein wie This was knapp, damit sich die auch mal freuen. Okay. Den haben wir geschafft. Mal gucken, was jetzt als nächstes ansteht. Timmy's Childhood. Ah, nur eine Wertung. Das ist mir zu wenig. Zwei Votes, das machen wir. Das heißt, Moment, da stand was für Pogo? Nee. Wir nehmen diesmal den alten, den dicken schwarzen Mann nehmen wir diesmal. Okay. Wie soll ich das denn schaffen? Aha. Aha. Was soll das denn jetzt werden? Hä? Okay, vielleicht sollte ich doch zunächst meinen Lieblingscharakter nehmen. Da komme ich immer irgendwie weiter, weil der kann ja auch fliegen und so, ne? Oh, komm schnell, hoch, hoch! Du schaffst es, Baby! Nee, er schafft's nicht. Okay, dann fahren wir halt mal da runter. Weil da kann ich ja jetzt hochfahren mit dem. Vielleicht rettet mich das ja jetzt. Aha, da drüben! Habt ihr es gesehen? Ich habe das Ziel entdeckt. Okay, alles klar. Dann weiß ich jetzt Bescheid, da könnte ich es eigentlich direkt versuchen. Natürlich nicht so, wenn da eine Mine ist. Aha, das ist ganz schön ausgefeilt. Das muss genau passen. Ich darf die Mine nicht berühren, aber ich muss möglichst weit nach rechts kommen. So wird das nix. Vielleicht soll ich doch. Uiuiui. Ja! Na also, ich sag's doch, mein alter Mann im Rollstuhl, das ist einfach der beste ever hier. Da geht gar nichts drüber hier, Mann. So, weiterschauen, weiterschauen. Ah, nix. Gucken wir uns die nächste Seite an. Der lädt heute ewig, ey. Liegt vielleicht daran, dass ich jetzt hier gerade an einem Sonntag spiele. Da kann es natürlich sein, dass da vielleicht ein bisschen mehr los ist. Willkommen zurück. Ja, der hat sich gerade totgeladen. Deswegen habe ich einen Neustart durchgeführt und einen Schnitt hier an dieser Stelle gemacht. Wir machen jetzt weiter. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch finden. Der hat sich also wirklich totgeladen. Vielleicht liegt es wirklich an diesem Sonntag, den ich gerade spiele. Ich weiß es nicht. So, fünf im Schnitt bei vier Votes. Das gefällt mir. Das probieren wir aus. Ein Fahrradlevel. Ach, naja. Okay. Sind nicht gerade meine Liebsten. Schauen wir mal, was passiert.
den kleinen Jungen haben wir schon mal abgelegt. Der ist ja einfach nur Ballast, ne? Dann haben wir auch noch irgendwie ein Stück Arm abgelegt. Das macht... Ah, shit, ich hätte es fast geschafft. Hätte ich aufpassen müssen hier. Oh, das sieht aus, als ob er hier so ziemlich... Naja, okay. Ja, ohne Arme wäre ich ja noch angekommen. Das hätte ja nichts gemacht. Ich bin ja schließlich ein Fahrradfahrer und da braucht man nur die Beine, ne? So. Das war kein guter Start hier wieder. Wir versuchen es gleich nochmal. Aha, okay, das ist so eine komische... Fahr hoch! Das wird er jetzt nicht mehr schaffen, fürchte ich. Ich schaffe aber auch nicht zurück, oder? Ich muss da unten durchfallen. So, ich glaube, das war's mit meinem Leben. ja, schön. So, ein neuter Versuch. Jetzt habe ich mir wieder beide Arme gebrochen, was aber wirklich nichts ausmacht, weil man, wer braucht schon Arme auf dem Fahrrad? Okay, das war deutlich. Das ist ein lustiger Level, glaube ich. Das wird nicht so einfach. So, warum? Warum? Ach, da war wieder der Darm. Die Darmschlinge ist da wieder rumgeflogen. Das hat mir auch sehr gut gefallen wieder. Aber jetzt komm, komm. Ah, ich bin zu blöd zum... Zu doof zum Fahrradfahren, der Frenkel. Jawohl, sehr schön. Das war sehr gut gelöst. Dann haben wir auch gleich ein bisschen... was ist denn jetzt los? Komme ich da nicht drüber, oder was? Was soll das denn jetzt hier? Jetzt habe ich versucht zu rollen. Was ist denn hier für ein Los? Warum? Beim ersten Mal hat es so gut geklappt und jetzt rutsche ich hier auf dem Hackfleisch aus, oder was? Was für ein Dreck? Dreck! Komm, fahr zu! Ah! Solange er noch lebt, solange er noch atmet, wird er es versuchen, weiterzukommen. Jawoll! So, das war ein Eierschuss und das war ein, ja. Ich glaube, ich muss es nicht näher beschreiben. Okay. Dieser Level hat es in sich. Sauber! Das hat er jetzt gut gemacht. Und das hat er weniger gut gemacht. Ja, also, das ist schon wieder sehr spannend. Wann werde ich es schaffen, dort heil anzukommen, wo ich eigentlich hin will? Hallo! Und ja, so viel auch zum Thema. Immer schön den Fahrradhelm aufsetzen, das schützt. ja, da hilft gar nichts in dem Moment. Ich krieg das schon noch hin. Okay, das war jetzt zweimal hintereinander der gleiche Fehler. Wie verhindere ich das? Indem ich einfach so durchfahre. Nee. Ich muss wirklich in dem Moment erstmal meine Rübe wieder aus der Schussbahn nehmen. So zum Beispiel. So, das war doch sehr elegant. So, und jetzt müssen wir da drüber. Ah, Kacke, ich häng fest. Ah, ich hab das Gefühl gehabt, ich hätte es fast geschafft, ey. Mann, oh Mann, die letzte Harpune, ey. Die reißt aber ganz schön rein hier. So, auch das haben wir wieder gut gelöst. Jetzt, jawohl! Ducken, ducken! Nein! Das ist eine drecksfiese Stelle hier. Ich werd wahnsinnig, ey. Aber lustig. Sorry, Leute, da muss ich euch jetzt ein bisschen länger quälen mit dem Level. Der hat's mir angetan, den möchte ich schaffen. Ja, sehr schön. Und weiter, wir haben sogar Timmy noch am Rücken hier. Ach ja, und dann ist vorbei, ne? Da kann ich mich nicht mehr befreien, wenn ich diese Harpune da drin habe. Doch! So, und jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh! Kacke! Wie komme ich denn da durch? Das ist mir gerade so... Upsa, ein bisschen ein Rätsel. Moment mal, Freunde, das wird doch irgendwie zu machen sein. So, die erste Harpune ist okay, Fast hätte ich's, ja. So viel zum Thema. Leute, fahrt Fahrrad, das ist gesund. So, jetzt brauche ich hier wieder ein bisschen Schwung.